Mit einem gefährlichen Video wollte Pedro Ruiz einen Internet-Hit landen. Jetzt ist er tot. Seine waghalsige Idee kostet ihn das Leben. Für seine Freundin Mona Lisa endet es im Gefängnis. Doch was ist passiert? Ruiz überredet seine Freundin dazu, einen gewagten Stunt zu machen. Dabei hält der 22-Jährige ein dickes Lexikon vor seine Brust und Perez soll mit einer Handfeuerwaffe auf ihn schießen. Das verrückte Vorhaben postet Mona Lisa Perez vorab sogar auf ihrem Twitter-Account. Ich und Pedro werden wahrscheinlich eines der gefährlichsten Videos aller Zeiten drehen. Seine Idee, nicht meine. Als der gefährliche Stunt schließlich durchgeführt wird, bleibt die Kugel nicht im Lexikon stecken, sondern trifft Pedro tödlich in der Brust. Die Polizei lässt ausrichten, dass das Video des Unfalls nicht veröffentlicht wird. Die Tante des Opfers glaubt nicht, dass Mona Lisa ihren Freund absichtlich verletzen wollte. Sie seien verliebt gewesen und der Streich einfach nach hinten losgegangen, sagt Claudia Ruiz. Die Tante des verstorbenen YouTube-Stars hat sogar von dem Vorhaben ihres Neffen gewusst. Sie soll ihn gefragt haben, warum er das Video mit einer Waffe drehen will. Die Antwort des YouTubers: Ich will mehr Klicks haben. Dieser verzweifelte Wunsch, einen Internet-Hit zu landen, kostet den 22-Jährigen jetzt auf dramatische Weise das Leben.